Ja, wir haben uns heute hier in Moers versammelt auf Einladung des BVMW, des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft, hatte ich Gelegenheit, mal über das Thema Burnout zu sprechen. Burnout ist ja so ein Modebegriff und wir wissen gar nicht so sehr viel darüber, was das denn eigentlich ist. Nun, Burnout entwickelt sich über einen langen Zeitraum. Das passiert nicht von jetzt auf gleich, nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein schleichender Vorgang, der so über 5 bis 10 Jahre durchaus gehen kann. Und wichtig ist natürlich zu wissen, dass Burnout sehr hohe Kosten für den Unternehmer verursacht, aber natürlich auch für den Betroffenen selbst. Der Unternehmer, der hat Kosten auf der Seite der Leistungsminderung, der Fehlerquote, die ansteigen kann und natürlich dann im schlimmsten Fall, wenn ein Mitarbeiter ausfällt und für längere Zeit sogar ausfällt. Und das ist sehr typisch für Burnout-Geschädigte. Und hier ist der Ansatzpunkt, was kann ein Unternehmer machen, was kann er an Merkmalen bei sich im Unternehmen erkennen und dann verbessern. Das ist das eine. Das andere ist natürlich der Betroffene selbst, der auch natürlich mit finanziellen Einbußen zu rechnen hat, wenn er mal 5 Monate, 6 Monate ausfällt. Dann bekommt er nur noch Krankengeld und muss damit zurechtkommen. Er muss vielleicht in eine Wiedereingliederungsmaßnahme. Das wird natürlich auch sein Einkommen reduzieren. Und im schlimmsten Fall muss er sich vielleicht einen neuen Job suchen. Das sind also extrem hohe Kosten, die auf beiden Seiten entstehen. Darum ging es heute. Wie kann ich das erkennen? Was kann ich als Unternehmer tun? Was kann ich als Betroffener selbst tun? Und natürlich auch, dass es Fördermöglichkeiten gibt, einem Unternehmen finanziell Fördermöglichkeiten zukommen zu lassen, die also so ein Programm, das sich um diese Punkte, die ich gerade genannt habe, kümmert. Wie kann man das finanziell unterstützen? Darum ging es heute.